ganz ehrlich, ich versuche das jeden Tag zu machen. Joggen, wenn es geht. Oder einfach auch viel draußen an der frischen Luft bewegen. Das macht übrigens nicht nur den Körper fit, sondern auch den Geist. Und so bin ich für den Job gewappnet. Der kann nämlich manchmal ganz schön anstrengend sein. Die Vorbereitung auf die Sendungen, das ständige Unterwegssein von A nach B. Sport ist das perfekte Gegengewicht zum Stress im Job. Und das haben Firmen und Betriebe natürlich auch längst erkannt und sie engagieren sich gerade deswegen immer mehr in betrieblicher Gesundheitsförderung. Das müssen jetzt keine riesigen Kampagnen sein. Ein super Beispiel dafür ist der Sportabzeichen-Wettbewerb für Betriebe. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit. Das Sportabzeichen, das ist ideal, um alles zu trainieren, was den Stress vermindert. Und ich bin damit mental viel ausgeglichener und auch viel leistungsfähiger. Na, wie ist es mit Ihnen und dem Sport? Ist der innere Schweinehund manchmal wirklich richtig stark? Ich kenne das. Wobei, ich sage Ihnen eins, so ein bisschen mehr Puste im Leben und auch im Job kann richtig viel Spaß machen. Und das Wichtige an diesem ersten Schritt ist übrigens nicht die Länge, sondern ausschließlich die Richtung. Also fangen Sie an zu trainieren und wer weiß, vielleicht belohnen Sie sich ja irgendwann mit dem deutschen Sportabzeichen. Das macht richtig Spaß. Vielleicht laden Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen auch ein und wer weiß, vielleicht ist ja sogar der Chef dabei.